Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung. Viele Probleme können wir aus der Ferne lösen. Dafür haben wir eine Fernwartung. Wir schicken euch ein Kabel zu. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und Windows. Und wir können uns von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen, bestimmte Komponenten prüfen, euch eine Handlungsempfehlung aussprechen, wenn ihr ein Fahrzeug länger behalten möchtet oder neu kaufen wollt. Wir können Updates machen auf Steuergeräte und bestimmte Kodierung durchführen oder Probleme lösen. Dieses Problem mit der Beleuchtung können wir leider aus der Ferne nicht lösen. Dafür müsst ihr unser Steuergerät zuschicken. Dabei geht es um das Fußraummodul bzw. Steuergerät für die Beleuchtung. Das befindet sich im Fahrerfußraum und zwar bei der A-Säule. Also ich kann das auch hier zeigen, im Endeffekt in dem Bereich innen. Das ist mit zwei Muttern befestigt und hier liegt die ganze Problematik. Dieses Steuergerät hat zwei Probleme. Das eine Problem ist ein Problem bei Fahrzeugen ab 2009. Das heißt die Facelift-Modelle. Und zwar hier ist ein eingebauter Softwarefehler. Das Steuergerät funktioniert, solange das Steuergerät nicht resettet wird. Das heißt, es kann sein, dass die Software schon defekt ist, seit 1, 2 oder 5 Jahren. Und solange ihr die Batterie nicht tauscht oder abklemmt oder eine Diagnose durchführt, und durch die Diagnose wird das einmal neu gestartet, merkt ihr von diesem Defekt überhaupt nichts. Alles funktioniert. Sobald der Reset passiert, funktioniert gar nichts mehr. Die Fensterheber gehen nicht mehr hoch, die Blinker gehen nicht mehr und dieses Steuergerät ist nicht mehr diagnosefähig. Wir haben die Möglichkeit, dieses Steuergerät wieder in Stand zu setzen. Das heißt, ihr baut das Steuergerät aus, schickt uns das zu. Wir setzen das in Stand, schicken das am selben Tag wieder an euch zurück. Ihr baut das ein und alles funktioniert. Ihr müsst nichts kodieren, keine Fehler löschen, nichts einstellen. Alles ist genauso wie gehabt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein neues Steuergerät zu kaufen, bei BMW einbauen zu lassen. Liegt man preislich ungefähr so zwischen 650 bis 750 Euro. Aber das große Problem dabei ist der Rest des Fahrzeugs. Damit dieses Steuergerät von BMW programmiert werden kann, muss der Rest des Autos entsprechend dem Softwarestand von diesem Steuergerät geupdatet werden. Und da ist das große Problem, denn jedes Steuergerät, was jetzt 5 bis 10 Jahre alt ist, hat die Gefahr, bei einem Update kaputt zu gehen. Die Speicher sind nicht mehr so neu. Deswegen, wenn das passiert, haftet ihr für die defekten Steuergeräte, nicht BMW. Und sowas kann mehrere tausend Euro kosten. Wenn wir euch das Steuergerät zuschicken, baut ihr das ein und es muss nichts geupdatet werden und es muss auch keine, man hat auch gar keine Gefahr. Die zweite Problematik bei diesem Steuergerät ist, wenn eine Lampe nicht mehr funktioniert. Wir haben ja viele Lampen. Das heißt, BMW hat einen Zähler, wie oft eine Lampe kaputt war. Das heißt, wie oft war der Zündungswechsel bei einer defekten Lampe. Und irgendwann sperrt der Kanal. Dann muss BMW wiederum dieses Steuergerät halt tauschen, neues einbauen, kodieren, wieder Gefahr. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Dieses Problem ist bei allen Baujahren gegeben. Das heißt, wenn ihr so ein Problem habt, könnt ihr das Steuergerät ausbauen, uns einfach zuschicken, geht am gleichen Tag wieder an euch zurück und dann ist das Problem gelöst. Es gibt sehr seltene Fälle, wo die Steuergeräte mechanisch kaputt sind. In dem Fall bekommt ihr von uns ein Austauschgerät. Das kostet natürlich mehr, das heißt, ihr zahlt die Differenz des Austauschgeräts, bekommt aber eine Plug-and-Play-Lösung, das heißt, ihr baut das ein und alles funktioniert. In den, sagen wir mal, 9 von 10 Fällen ist das ein Softwareproblem, was wir hier vor Ort lösen können, aber 1 von 100 gibt es tatsächlich Fälle, wo es mechanisch kaputt ist, oxidiert oder ein Kurzschluss durch falsche Überbrückung, dann muss das Steuergerät getauscht werden, dann können wir natürlich euch auch helfen. Ihr bekommt in jedem Fall eine Plug-and-Play-Lösung, wo alles komplett fertig ist, einbauen und das Auto läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas Interesse habt, am besten per E-Mail oder ruft uns einfach an.